Mein Name ist Marvin Habeck, ich bin der Pressesprecher der Feuerwehr Hürth. Wir befinden uns hier im Stadtteil, im Hürther Stadtteil Fischenich. Gegen kurz nach 11 heute Vormittag wurde die Feuerwehr Hürth zu einem Unfall im Stadtteil Fischenich alarmiert. Dort sollte ein Zug eine Personengruppe im Gleis erfasst haben. Die Einsatzkräfte, die hier an der Einstelle eintrafen, hatten das folgende Bild, dass sich mehrere Personen im Gleisbereich aufhielten, der Zug vor Ort war und auch nach den ersten Erkundungen zwei Personen hier tödlich verletzt worden sind. Ja, wie waren jetzt die Maßnahmen der Feuerwehr? Ja, die Feuerwehr hat natürlich hier eine viele Anzahl von Betroffenen erstmal zu versorgen gehabt. Das heißt, wir haben hier sehr zeitnah das Stichwort Massenabfall von Verletzten ausgelöst, um auch hier einen Überblick zu verschaffen, noch jeder, der hier sich vor Ort befand, erstmal zu betreuen und zu sichten. Ja, das heißt, wie viele Einsatzkräfte sind Sie jetzt noch vor Ort dann? Ja, wir haben von der Feuerwehr Hürth jetzt momentan 40 Einsatzkräfte direkt an der Einsatzstelle. Im Hintergrund wird von dem Lichtzug Loll der Grundschutz für Stadtgebiet Hürth sichergestellt und Rettungsdienstkräfte haben wir hier aus dem gesamten Nervkreis vor Ort. Ja, was schätzen Sie denn, muss die Feuerwehr jetzt noch vor Ort sein? Ja, unsere Maßnahmen sind, wie gesagt, bei der verletzten Versorgung und bei der Betreuung der Betroffenen. Wie lange das dauert, kann ich jetzt schwer abschätzen. Das liegt natürlich an der Art und Umfang der betroffenen Person. Mein Name ist Thomas Held. Kurz nach 11 Uhr hat sich ein sehr folgenschweren Zwischenfall auf dem Gleiskörper der Deutschen Bahn gegeben, bei dem zwei Menschen tödlich verletzt worden sind. Nach ersten Erkenntnissen war ein Intercity von Köln kommend in Richtung Koblenz unterwegs, hatte eine Gruppe von Arbeitern, die nach derzeitigem Sachstand für die Deutsche Bahn auf dem Gleiskörper im Einsatz waren, passiert und dabei zwei von den Männern erfasst und tödlich verletzt. Wir als Polizei sperren im Moment hier die Einsatzörtlichkeit komplett ab. Unsere Zielrichtung ist es, den Aktionsraum für die Feuerwehr und Rettungskräfte freizuhalten, damit jeder so schnell wie möglich Hilfe bekommt, der sie benötigt. Ich meine, die Arbeiter, als sie auf den Gleisen waren, waren die Gleise nicht gesperrt? Kann man dazu schon was sagen? Das ist eine zentrale Frage für unsere Ermittlungen. Kriminalpolizisten sind jetzt hier am Einsatzort. Wir sichern und dokumentieren die Spuren. Wir fotografieren die Dinge, die für uns relevant sind. Wir haben auch schon mit Augenzeugen gesprochen, deren Personalien festgestellt. Und diejenigen, die von dem Bautrupp Augenzeugen sind, die befinden sich schon auf einer Polizeiwache und werden dort vernommen. Was für Arbeiten wurden da ausgeführt? Das ist eine Frage, die kann ich nicht beantworten. Die müssen Sie beim Management der Bahn nachfragen. Was ist jetzt mit dem Zug? Da sind die Passagiere noch drin. Wie geht das mit denen weiter? Der Zug ist nach meinen Informationen im Moment nicht rollfähig. Notfallmanager der Deutschen Bahn sind hier im Einsatz und prüfen, ob das Fahrzeug bald wieder weiterfahren kann. Die Klimaanlage des Zuges funktioniert. Die Menschen sind mit Getränken versorgt. Es besteht dort keine Gefahr, weil auch der Streckenabschnitt gesperrt ist. Das ist für uns als Polizei erstmal die wichtigste und zentrale Frage. Es ist jetzt Aufgabe der Bahn, einen Plan zu erstellen, wie man diese Leute in den nächsten Bahnhof bringt. Wie war die Zusammenarbeit mit der Bundespolizei? Ist da auch ein Hubschrauber vor Ort? Immer wenn es um Zwischenfälle auf Bahnanlagen geht, ist die Bundespolizei einer unserer zentralen Sicherheitspartner. Die Bundespolizei ist mit uns hier im Einsatz, hat uns auch mit technischem Gerät unterstützt. Hier ist ein Hubschrauber der Bundeswehr, der Bundespolizei im Einsatz gewesen, der uns bei der Spurendokumentation unterstützt hat. Was schätzen Sie, wie lange werden jetzt hier die Arbeiten vor Ort noch dauern und die Strecke auch gesperrt sein müssen? Unsere Priorität ist es, hier Hilfe zu leisten und die polizeilichen Maßnahmen und Ermittlungen voranzutreiben. Wie lange das dauert, ist für uns keine Priorität. Also Verletzte gibt es ansonsten aber keine. Menschen, die so einen Zwischenfall sehen, sie sind möglicherweise traumatisiert. Auch das ist eine Verletzung. Wir kümmern uns natürlich auch um diejenigen, die eine seelische Verletzung erlitten haben. Aus genau diesem Grund sind auch Notfallseelsorger hier im Einsatz.